Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in Miesburg und wir wollen ein Full-Body-Training machen. Ich werde euch ein paar Übungen heute zeigen. Folge meinem Video, like, abonniere dich, wenn du das noch nicht gemacht hast, weil ich habe nur gute Content für euch und let's go. Wir machen jetzt normalen Push-Ups, also ihr müsst darauf achten, dass euer Körper eine Linie von Schultern bis, also von Kopf, so gesehen, so vom Kopf bis auf deine Füße eine Linie bildet. Und dann, die Hände müssen ja unter euer Schultern direkt stehen und dann einmal runter normale Liegestütze machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, jetzt machen wir eine andere Variante von Push-Ups. Eure Position muss immer derselbe sein von der ersten Push-Up, was wir gemacht haben. Und jetzt müsst ihr ein Leg, eine Bein nach oben heben und dann runter. Eins. Jetzt das andere Bein. Sehr gut. So, jetzt geht er auf einen anderen Push-Up. Immer dieselbe Position. Hände unter den Schulter und Bein und Körper vom Körper. Also vom Kopf bis zu Beine eine Position wieder. Und jetzt gehen wir auf die Push-Up. Hier machen wir jetzt Pull-Ups. Ja? Und normalerweise jeder weiß, dass man sich anklemmt und hebt. Ja? Aber es kann natürlich für viele Beginner sehr, sehr schwierig sein und deswegen haben wir Resistance Band. Mein Lieblingsfreund ist ein Resistance Band. Also das hilft euch, Leute, das hilft einfach mega, um wieder hochzuziehen. Was müsst ihr machen? Es geht einfach, die Bänder einfach hier, einfach so und runterziehen. Dann habt ihr so die Bänder oben. Und einmal ziehen und dann Knie, Beine zusammenkreuzen und dann einmal Pull-Up. Eins. Wir haben jetzt erstmal die Position genommen, auf breiten Schultern genommen und haben wir ja Pull-Ups gemacht. Jetzt nehmen wir die Position neutral, also unter Hände und machen die Pull-Ups auch schön wieder dasselbe hier und dann Knie, Beine zusammenkreuzen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Wir haben gesagt, wir machen ein Full Body, also ganze Körper trainieren wir. Wir haben da drüben Push-Ups gemacht, wir haben Pull-Ups gemacht. Jetzt machen wir Squat für unsere Beine. Ja, das ist sehr wichtig. Ihr müsst darauf achten, dass Beine und Schultern auf einem Niveau sind. Also Beine müssen ja schulterbreit sein und ein bisschen offen, ein bisschen so offen stehen. Und dann mal langsam die Hände zusammen und runter. Eins, zwei, also nochmal. Wer diese Variante zu einfach findet, kann einfach dazu Jump Squat machen.
wir machen einen Jump Squat, einfach dasselbe so wie Squat, selbe Position wieder stehen und dann einmal Jump. Bombo klappt. Danke an alle Zuschauer. Ich bedanke mich bei jeder Einzelnen, wenn du Spaß bei dem Video hattest. Lasse ein Like, lasse einen Kommentar und abonniere dich auf meinen Kanal, vielleicht, wenn du Lust hast, natürlich. Und nochmal Dankeschön, bis auf nächste Video. Tschüss, euer Salamah.